Ich lese gerade so ein interessantes Buch und da geht es so ganz nebenbei auch mal um ein Seminar und da stellt dann der Seminarleiter eine Frage an sein liebes Publikum. Er fragt als erstes, wer von euch möchte denn reich sein? Und alle melden sich. Na gut, sagt er, das ist ja interessant. Dann stelle ich euch jetzt die zweite Frage. Was bedeutet für dich denn Reichtum? Sind die Arme alle unten und nichts kommt mehr? Dann geht das natürlich weiter, wie dann mit Einzelnen doch gesprochen wird und so. Aber das ist sehr interessant. Wie definierst denn du Reichtum? Und ist finanzieller Reichtum oder auch materieller Reichtum göttlich? Und genau darum wollen wir uns heute mal kümmern. Und ich freue mich sehr, dass ich unseren lieben Boris Lukas aus der Schweiz dazu gewinnen konnte, dass wir über dieses Thema mal reden können. Boris, grüezi in die Schweiz mal wieder. Grüß dich, Andreas. Reichtum. Es gibt ja wirklich viele Betrachtungsweisen von Reichtum. Das eine ist ja wirklich der materielle Reichtum. 3 Segeljachten oder auch Motorjachten bis hin zu Millionen und Milliarden auf dem Konto. Und auf der ganz anderen Seite steht hier ein ganz anderer Reichtum. Und dazwischen ist es ja ein riesiges Feld. Wie siehst du das und wie sieht Erzengel Raphael das? Und vielleicht sogar Gott. Gott ist reich. Definitiv. Da gibt es gar nichts dran zu zweifeln. Ich bin auch reich. Ich bin reich an Erfahrungen. Siehst du? Das ist sehr, sehr wertvoll. Also, Raphael sagt dazu, innerer Reichtum, innerer Erfolg. Ja, du weißt ja, dass die Führung von den hohen Lichtwesen, die ist, zuerst unseren wahren Wesenskern zu berühren, zu erkennen, also zu erkennen, wer bist du wirklich. Ja, und wenn du dann erkennst, wer du bist, dann willst du ja vielleicht ganz gewisse Dinge im Leben gar nicht mehr, die du vorher unbedingt haben wolltest, weil dir ja was gefehlt hat. Also Raphael sagt ganz klar, innerer Reichtum, innerer Erfolg. Die Reihenfolge ist innen, was dann außen passiert, ist Nebensache. Es kommt nicht drauf an, ob ich Geld habe, also reich bin in dem Fall, worüber wir jetzt sprechen, oder vermögend bin oder wenig habe. Es kommt darauf an, wie ich damit umgehe und vor allem in erster Linie, ob ich mich von dem Äußeren abhängig mache. Und ich habe immer so ein Beispiel, ein Bild in meinem Kopf, das begleitet mich schon lange. Eine Brücke, unter der Brücke schlafen Menschen, die auf der Straße leben. Und unter ihnen ist einer, der sieht aber sehr glücklich aus. Und die anderen, ja, die sind nicht so glücklich. Sie beklagen sich über das Leben und auch über Menschen, die mehr haben. Und der andere ist ganz ruhig und ist einfach in der Ruhe, strahlt Liebe aus. Und das ist der Mensch, der nicht abhängig ist vom Äußeren, der seinen inneren Reichtum erkannt hat. Und es kommt überhaupt nicht darauf an, was wir im Außen haben. Das kommt ja nur wichtig für unsere Person. Und das wird uns in dieser Gesellschaft klar suggeriert, was wichtig ist, welche Werte wir in unserem Leben brauchen, um ein angesehener Mensch zu sein, um ein wertvoller Mensch zu sein. Aber wenn man auf die Gesellschaft verzichten kann, dann ist es gut, dann misst du dich nicht. Es ist völlig, völlig irrelevant, was im Außen ist. Es kommt absolut nur darauf an, was man in seinem Herzen trägt, weil das Einzige ist, was man mitnehmen wird. Und weil es ja um das Ewige geht, ist der wahre Reichtum die Beständigkeit, die Dauerhaftigkeit, zum Beispiel von einer Eigenschaft. Wenn ich reich bin an inneren Werten, wie zum Beispiel ein reicher Mensch an Geduld, dann komme ich viel besser durch dieses Leben. Wenn ich reich bin im Sinne von, ich gönne anderen ihren Reichtum, dann messe ich mich nicht.
Das ist alles gut und jeder hat das, was er bekommt, verdient. Armut und Reichtum. Und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Ich glaube nämlich, dass das Göttliche uns ja einfach liebt. Und es will immer das Beste für uns. Und wir unterliegen eigentlich nur einem einzigen Problem. Das ist die Einseitigkeit. Wir empfangen, oder man kann, sagen wir mal so, man kann als Mensch, der jetzt sich gar nicht mit der spirituellen Welt verbindet, der jetzt vielleicht sogar ein Atheist ist und seine Werte nur in dieser Welt wahrnimmt, dennoch von Gott inspiriert sein und die göttlichen Inspirationen empfangen und ein reicher Mensch werden auf materieller Ebene. Weil Gott diesen Menschen inspiriert, selbst dann, wenn dieser Mensch nicht an Gott glaubt. Weil Gott ist einfach Liebe und die Liebe liebt einfach. Und viele, nehme ich an, materiell denkende, orientierte Menschen bekommen auch diese Inspirationen aus Gott. Ich nehme aber an, dass die wenigsten Gott dafür würdigen oder ehren oder dafür anerkennen. Sie denken, das ist das Resultat ihres eigenen Bemühens. Aber selbst mein eigenes Bemühen muss mich nicht reich machen, sondern das ist ein Geschenk des Lebens. Und es ist so, dass ja das Göttliche uns auf der ganzen Linie inspiriert. Und der Nachteil ist, wenn man jetzt eben Spiritualität ausschließt, dass man dann überwiegend den äußeren Gewinn einträgt, aber nicht den seelischen. Gott inspiriert uns auf der materiellen Ebene genauso wie auf der spirituellen Ebene. Deswegen ist es auch wichtig, dass man selber Menschen nicht verurteilt, die mehr haben, reiche Leute. Und man sagt, ja, ich hatte gerade letztens mit jemandem so ein Gespräch, ja, reiche Leute, die könnten doch mal was geben, die könnten doch dies und das machen und jemand, ja, großzügiger sein. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass man versteht, man muss sich alles verdienen. Und wenn man auch innere Werte sich angeeignet hat, wie jetzt zum Beispiel Geduld oder Ausdauer, Durchhaltevermögen, das ist ja innerer Reichtum, dann hat man dafür etwas getan. Und das Leben wird es beantworten, in irgendeiner Form. Das heißt jetzt nicht, dass man materiell reich werden muss. Da kommt es überhaupt nicht darauf an. Das ist so, wie Raphael sagte, geh den inneren Weg, Erfolg ist Nebensache. Und in dieser Welt ist eben alles genau umgedreht. Es wird immer so viel auf das geschaut, was die Menschen haben. Ja, das ist ja auch in dieser Gesellschaft wichtig. Und da liegt ja genau diese Einseitigkeit, dass diese Menschen, die jetzt eben mehr haben, dafür nicht unbedingt dankbar sind. Einige sicher. Andere, glaube ich, nehmen das als selbstverständlich und verbuchen das eben als ihren eigenen Erfolg. Aber Gott inspiriert uns auf allen Ebenen, überall. Ob wir in einer Stadt leben, im Geschäftsleben oder auf dem Land, in der Wüste, das ist völlig egal. Wir werden immer von Gott inspiriert. Und das ist ausnahmslos so. Wir unterscheiden zu stark, wir trennen. Wir sagen, Gott ist nur dort. Also ist Gott jetzt nur bei den Menschen, die meditieren? Was ist mit den Menschen, die nicht meditieren, die zum Beispiel eben nicht an das Göttliche glauben? Ist denn da jetzt Gott nicht? Gott ist überall. Gott liebt uns alle. Gott ist die liebende Gegenwart. Eine Gegenwart, die wir spüren können. Und wir nehmen an dieser göttlichen Gegenwart, an diesem göttlichen Reichtum teil, wenn wir diesen göttlichen Reichtum beachten und nicht denken, also zum einen vor allem nicht
verurteilen und uns mit anderen vergleichen und messen, sondern eher darauf achten, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wenn ich zum Beispiel Menschen anschaue, die Erfolg haben, dann ist es doch toll, dass sie Erfolg haben. Möge ihr Erfolg gesegnet sein. Aber ihr Erfolg hat ja mit mir gar nichts zu tun. Deswegen muss ich ja gar nicht neidisch sein. Oder wenn jemand mehr hat, sagen wir Materielles, ein tolles Haus oder eine Insel oder irgendwas, das ist doch schön, wenn er das hat, dann soll er das genießen. Es hat ja mit mir überhaupt nichts zu tun. Aber wir machen Dinge zu unserer Sache, die mit uns überhaupt nichts zu tun haben, reden über andere womöglich oder verurteilen sie, weil wir selber im Mangel sind. Und das ist das eigentliche Problem. Und wir schließen uns selber aus der Fülle aus. Gott ist einfach Fülle und inspiriert jeden Menschen. Und Armut heißt überhaupt nicht, dass ein Mensch arm ist. Nur wenn er darunter leidet und wenn ein Mensch darüber klagt, dann ist er wirklich arm. Aber es kann durchaus ein Mensch absolut einfach leben. Nehmen wir mal zum Beispiel Gandhi. Was hat Gandhi hinterlassen? Ich glaube, eine Brille und einen Stift. Reichtum ist im Inneren und wir leben in einer sehr materiellen Welt. In einer Welt, die Werte feiert, die so vergänglich sind und die Menschen abhält, ihre wahren Ziele zu verfolgen, mit sich selber glücklich zu sein und aus der eigenen Quelle zu schöpfen. Also was heißt das Reichtum? Reichtum liegt in unserem Herzen. Wie kommen wir zu diesem inneren Reichtum, indem wir einmal aufhören, andere mehr als uns selbst zu beobachten, andere überzubewerten oder abzuwerten und zum anderen zu erkennen, das Göttliche in uns will ja, dass wir völlig glücklich sind. Wenn wir das ausschließen, dann gehe ich gar nicht davon aus, dass ja in mir eine Schatzkammer liegt und das Leben dafür sorgen will, dass ich diese Schatzkammer öffne. Und das Geheimnis ist ja das, dass ich ja noch gar nicht weiß, was in dieser Schatzkammer sich befindet. Es kann einfach innerer Reichtum sein. Es kann sein, schau mal, es gibt Künstler, Maler, ich male ja auch, aber es gibt so gute Maler auf dieser Welt. Einfach richtig gute Maler. Kannst du auch auf Bali oder wenn du mal im Internet ein bisschen rumsurfst, das ist unglaublich, was für gute Künstler es gibt. Die werden nie bekannt. Und andere werden bekannt, weil es einfach nur gerade einen bestimmten Kreis von Menschen trifft, die sich für diese Kunst interessieren. Aber eigentlich malen sie nicht ihre Seele, nicht ihr Inneres, sondern sie produzieren. Aber sie haben enormen Erfolg. Auch das ist von Gott gegeben. Und es liegt nicht an uns, darüber zu urteilen. Also wir wissen nicht, was sich in dieser Schatztruhe, die in uns ist, befindet und was das Leben für uns bereithält. Wir dürfen alle davon ausgehen, dass das Leben es gut mit uns meint. Und die Grundlage überhaupt für Reichtum ist, davon auszugehen, dass die Fülle in uns wohnt, was aber nicht heißt, dass wir alle reich werden, also materiell. Nein, das ist unwichtig. Reichtum kann sogar eine große Herausforderung sein, eine Verführung. Was machst du, wenn du viel Geld hast? Man weiß ja bekannt, also ist ja bekannt, was mit vielen Lottogewinnern passiert ist. Also, wenn die Grundlage dafür gar nicht vorhanden ist, mit viel Energie oder viel Geld umzugehen, dann ist es ja besser, man hat wenig und lernt erstmal die ganz einfachen Schritte, mit wenig Geld klarzukommen oder wenn man zum Beispiel nicht so beachtet wird als Mensch, heißt das ja auch, zu wenig Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch das hat eine Ursache, weil man vielleicht da etwas lernt, um später seine Größe, seinen Erfolg ertragen zu können. Ich weiß noch, in der Stille war für mich etwas ganz Wichtiges erkennbar. Und zwar, ich war so lange in der Stille und so tief mit der göttlichen Liebe in Verbindung,
ich wusste gar nicht mehr, wohin mit der Liebe. Und ich hatte ja keinen Kontakt zu Menschen. Oder minimal beim Einkaufen. Und dann blieb mir gar nichts anderes übrig, als diese Fülle an Liebe zu ertragen. Ein ganz typisches Beispiel ist, da hat jemand ein tolles Erlebnis in der Meditation. Geht zum Telefon, erzählt es jemandem, weil er so übervoll ist. Und dann sagt der andere, ah ja, schön. Und dann merkst du, ja, besser hättest du nichts gesagt, weil jetzt verschwindet dieses schöne Gefühl. Dieses Erlebnis wird irgendwie nicht ausreichend beachtet, honoriert, wie man sich das wünscht. Und es verflüchtigt sich. Also der Erfolg liegt nur in uns. In uns, in unserem eigenen Selbst. Und ich war damals so übervoll von der Liebe, dass ich auch glücklicherweise jetzt nicht überall anrufen konnte und erzählen konnte, was gerade wieder Schönes mit der geistigen Welt passiert ist. Ich musste das lernen zu ertragen. Und das ist echt nicht einfach, wenn du voll von Liebe bist. Dann bist du aber noch als Mensch auch sehr angreifbar oder erreichbar von der Gefühlswelt. Und die Gefühle, die drehen durch. Dann wird man entweder euphorisch oder eben man bestimmten menschlichen nicht abgeklärten Eigenschaften, wie zum Beispiel ein Helfersyndrom, das wird dann erst recht angefeuert. Und bevor diese Grundlage gar nicht geschaffen ist, mit sich selber im Frieden zu sein, ist es eben gut, gar nicht so viel zu haben. Lieber angemessen, mäßig, sodass man seine Schritte sorgfältig macht, um die Grundlage dafür zu erschaffen, die Fülle annehmen zu können. Wenn die Menschen jetzt, die in ihrer Not sind, in ihrem Mangel leben oder in ihren Streitigkeiten, in ihren Bewertungen, auf einmal mit der Liebe konfrontiert werden, aber die Liebe noch nicht ganz annehmen können, dann würde das eine emotionale Explosion bewirken. Also wie gesagt, bei Lottogewinnern weiß man das, was das mit ihren Gefühlen macht. Und das ist auch so, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Geistwesen den Menschen erscheinen würde, da würden die Leute euphorisch werden. Also das hat alles damit zu tun, dass man seinen Reichtum nicht erkennt und mit Reichtum noch gar nicht umgehen kann. Man hat sich viel mehr auf Armut eingestellt. Ein ganz simples Beispiel. Wenn es einem Menschen gut geht, dann weiß er nicht weiter. Er weiß nicht weiter, was er jetzt mit dem guten Gefühl oder mit dem guten Zustand, den er hat, machen soll. Dann erschafft er sich einfach ein neues Problem und ist wieder beschäftigt. Weil der Mensch, die meisten Menschen sind nicht in der Lage, die erhöhte Energie in ihr Inneres aufzunehmen und mit der Herzkraft zu verbinden. Weil das bedeutet, dass der Mensch noch nicht in der Lage ist, den Frieden in sich aufzunehmen. Der Friede in einem selbst, das ist die wesentliche Grundlage, die Fülle weise anzunehmen und die Fülle in der Weise zu verkörpern oder zu leben, wie sie der Seele und dem Menschen dient. Nun gibt es ja auch viele Menschen, die wirklich reich sind, sehr reich sogar. Was machen die denn? Hast du da mal genau hingeguckt? Entweder sie vermieten zum Beispiel Häuser und Wohnungen, dann gibt es welche, die haben ganze Firmen, Fabriken. Was schaffen sie? Arbeitsplätze. Und da ist es doch gut, dass da einer ist, der das wagt, dieses Risiko einzugehen, sein Geld zu investieren, um zum Beispiel etwas zu produzieren. Ja, damit verdient er wieder Geld. Damit kann er aber auch wieder die Mitarbeiter bezahlen, sodass viele Familien versorgt sind. Und so weiter und so weiter. Gib diesem Gedanken auch mal ein ganz klein bisschen Futter. Und jetzt höre ich schon die Stimmen von den Menschen, die sagen, ja, aber ich lebe am Existenzminimum und ich muss ja meine Miete bezahlen. Ja, das muss ich auch. Das heißt, ein bisschen Geld darf wirklich reinkommen. Und ein bisschen mehr ist auch schön. Aber wie viel ist da wirklich der Punkt? Da sind wir wieder bei der Eingangsfrage. Was ist für dich Reichtum? Und du kannst es dir ja mal selber definieren, um dir das Ziel zu setzen und das dann auch zu erreichen.
Was ist für mich Reichtum? Dass ich gut leben kann. Und immer wenn ich was brauche, um Videos für dich machen zu können, dann merke ich schon die geistige Welt, dann kommt schon wieder ein bisschen Geld rein, weil jetzt ist das dran, weil das muss umgebaut werden, das muss was Neues eingerichtet werden oder. Und ich kann somit meine Gabe leben und das macht mich glücklich. Selbst wenn ich viele Millionen hätte, hätte ich gute Ideen, wie ich was für die Menschen machen könnte. Aber das ist eine andere Sache. Boris. Darum muss man sich wirklich nicht kümmern. Das Wichtigste ist es, die göttliche, liebende Gegenwart in sich selbst anzunehmen. Gott im Herzen zu finden und sich somit in seiner wahren Größe und im wahren Sein zu erkennen. Und sich gar nicht mit diesen Dingen, die nicht vorhanden sind, aufzuhalten. Man schaut viel zu viel auf das, was man nicht hat oder was andere haben. Und ja, dann ist vielleicht ein anderer dran. Und irgendwann bist du dann auch dran. Und es gibt eine gerechte Verteilung. Es ist alles in Ordnung. Wichtig ist der Friede mit allem. Und das ist schön, weil wir wissen ja alle nicht, was nachher passiert. Du kannst ein gesunder Mensch sein. Das ist ja auch Reichtum. Ein Körper, der gesund ist. Und viele Menschen beschäftigen sich mit ihrem Körper, weil sie keinen Reichtum im Körper haben, ich sag's jetzt mal so. Und das kann sehr belasten. Wir sollten dankbar sein für alles, was wir bekommen, ganz gleich, ob es in unseren Augen viel oder wenig ist. Alles, was gegeben ist, ist in Ordnung. Und das ist die beste Grundlage dafür, sich über gar nichts mehr zu ärgern und sich nicht zu vergleichen, nicht zu verurteilen. Und dadurch treten wir direkt mit Gott in Verbindung. Was mir da immer hilft, das ist dann wirklich mal aus der Situation gedanklich rauszugehen, in die erhobene Sicht oder in die erhöhte Sicht und darauf drauf zu blicken, was macht das gerade mit dem Menschen Andreas da unten? Da ist das und da ist das. Ah, ach so, alles klar. Dann verstehe ich vieles oft gleich viel besser. Probier das einfach mal aus. Ja, danke, lieber Boris, dass wir heute dieses Thema mal so genau haben beleuchten können. Und dir herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Und mein Herz geht immer auf, wenn ich so einen wunderschönen Kommentar lese. Und du weißt, ich gucke mir ja jeden Kommentar an. Das sind für mich göttliche Geschenke. Und in dem Sinne senden der Boris aus der Schweiz und ich dir hier aus dem Norden wieder von ganzem Herzen alles Liebe.